hier euch zu unserem neuen Video. Ja, vom Auto aus, wir fahren nämlich ein paar Sachen erledigen, wie zum Hausarzt. Und dann haben wir ein paar Bücher mit dabei. Also drei Stück haben wir. Ja, die wir noch nicht. Eins. Ja, ist jetzt egal. Die wir halt umtauschen in der Telefonzelle. Ja, die wir durchgelesen haben und nicht mehr brauchen. Ich finde das klasse und das mache ich dann sehr, sehr, sehr gerne auch. Ich bin so. Guck mal. So dicke Augenringe. Rinde. ja, wir sind gerade erst aufgestanden. Und. Okay, da hat einer mich gekannt und gewunken. Ich hab's später erst erkannt. Das war der Mann von ihr, von der Nachbarin, die jetzt mit dem T-Shirt draußen war. Boah, ey, ich schmecke kaum ein T-Shirt jetzt aus. Ja, unsere Nachbarin, eine sehr junge, hübsche, sie war gerade mit T-Shirt draußen, Müll wegbringen. Ich hab so Gänsehaut bekommen. Ich friere. Okay, wenn man kurz voll. Ich friere. Ich habe ja Mütze an und am besten Schal und alles Doppelte. Genau, so. Wir fahren jetzt erstmal und dann sehen wir uns gleich wieder. Boah, das ist sau windig. Meine Augen drehen, Digga. Mein auch. Ja, ich habe hier noch ein paar Briefe. Ich brauche ein paar Rezepte noch. Darauf habe ich fast vergessen gerade. Oh, das ist windig. Ich glaube, ich melde mich nachher. So, ihr Lieben. Machen wir die Kamera gerade schön fest. Ich wollte jetzt mal fahren und kein Video machen, aber ich bin gerade, ich muss es machen, ich muss es rauslassen. Ich bin so sauer, ich bin so angepisst. Wirklich angepisst. Ja. Ich sehe nicht. Ich war ja jetzt beim Hausarzt drin. So, und da vorne sitzt leider so eine unfreundliche Kollegin. Also an der Rezeption, ne? Omi, du darfst hier gar nicht auf dem Weg fahren mit deinem Rollator. Also, ja. So, auf jeden Fall, worum geht es hier? Sie war so unfreundlich, schon wo ich gekommen bin. Ich bin ja gerade erst aufgestanden. Wir haben zwar 11 Uhr vormittags, aber... Gut, ich bin auch direkt, wie gesagt, habe mich angezogen, fertig gemacht, weil ich weiß, dass um 12 Uhr die Praxis schließt, Pi mal Daumen. Ja, und ich komme zu ihr und habe so einen leichten Sprachfehler und weiß nicht, wo ich anfangen soll. Dann habe ich gesagt, ich muss für meine Mama ein paar Rezepte abholen. Wie heißt ihre Mutter? War ich schon so, ja, ich so und so. Ja, ich habe hier Rezepte liegen, ich brauche Karte, dann habe ich Karte gelegt, also ins Lesegerät rein und ja, dann hatte ich noch ein paar Briefe, ja, die von der Krankenkasse genehmigt wurden, sind für die Pflege, also Pflegesachen wie Duschhocker und solche Sachen, ne, Handgriff und so, ja, und dann meinen die zu mir, also ich habe nur den Duschhockerbrief gegeben erstmal, um zu sagen, dass ich sowas halt habe, ja. Sie schon so nach unten, so. Sie hat ausgeatmet in die Lippen, so. So, also echt, da war ich erstmal so, okay. Dann geht das weiter, sie guckt, ja, das wurde genehmigt. Ich mache Ihnen ein Rezept. Oder haben Sie noch mehr? Also ich habe noch zwei Briefe. Also insgesamt werden es drei Rezepte. Weiteres Ausatmen so. Dann sage ich, machen Sie sich keinen Stress. Ich verlange von Ihnen, so direkt, weißt du, ich verlange von Ihnen das nicht sofort. Machen wir das am besten, sage ich. Wie lange habt ihr heute offen?
bis 12. Ja, okay. Montag dann oder wie? Ja, kommen Sie, dann kann man lächeln. Kommen Sie dann Montag besser. Dann habe ich das bis dahin fertig. Eigentlich ist das so schnell. Sie weiß, sie hat 3 Briefe von sich. Eigentlich könnte ich warten, diese 5 Minuten. Na gut, aber na, ich bin schon so freundlich und habe Geduld und bin freundlich weiterhin geblieben mit einem Lächeln im Gesicht. Obwohl ich mich angepisst gefühlt habe, weil sie so sich benommen hat. Also, was ich sagen will, sie ist immer so, diese Frau. Leider, das ist nicht das erste Mal. Und ich finde es einfach traurig, sowas. Ich finde es wirklich traurig, sowas. Ein Mensch, besonders der in der Pflege arbeitet, naja, beim Arzt, ne? Also, man hat mit Jung und Alt und allen Leuten zu tun. Vorne an der Rezeption, genau, du bist das Gesicht. Ja, willkommen, so, ne? Und dann finde ich, das ist der falsche Beruf. Also, man kann hier zum Beispiel sagen, hören Sie mal, Frau Blech, ne? So, heute ist die Zeit zu knapp. Machen wir so, ich mache es fertig und Sie kommen Montag abholen. Wäre überhaupt nichts Schlimmes passiert. Ja, aber so hat sie mich fertig gemacht die ganze Zeit. Also, ich werde, glaube ich, gleich noch mich zu Hause auskotzen und so weiter. Ich bin dann so, ich mag sowas nicht. Also, ich weiß nicht, ich bin... Ganz ehrlich, dann ist es einfach nicht ihr Beruf so. Wenn, vor allem, wenn sie vorne ist, muss sie ja eigentlich den Leuten so zeigen, dass so halt die dann... Vorbild, ja, die ist ja... Also bis jetzt, in welchem Beruf ich auch gearbeitet habe, ich war immer so freundlich. Ich liebe das, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und ja, ich hatte immer Geduld. Und wenn ich mal einen schlechten Tag hatte oder sonst was, oder der Kunde auch bös war, hatte ich trotzdem mit ihm weiterhin gescherzt. Und danach habe ich mich woanders halt eben ausgekotzt, aber nicht so. Nicht beide Kunden. Das ist doch echt kacke, eigentlich. Naja. Wir sehen uns gleich zu Hause wieder. Ja. So, ihr Lieben, inzwischen wird das schon langsam dunkel. Und zwar, wir warten mit meiner Mama schon 2 Stunden auf die Jungs. Ja, vom Haare schneiden. Die sind ja in Barbershop. Das heißt, der Daniele, Nikita und der Seni, die 3. 2 Stunden, das ist eine große Schlange. Ich, Wahnsinn, so lange habe ich noch nie gewartet. Ja, ohne Termine, es war voll, aber der hat gesagt, das geht wohl schnell. Na gut, jetzt ist der Sidi dran, ich habe schon die Wangen rot. Ja, und dann fahren wir noch ein bisschen was einkaufen, weil morgen kommt dann mein Bruder nochmal vorbei, weil morgen ist der 7. Januar und ich habe das, glaube ich, im letzten Video erwähnt. Ich weiß es nicht genau, dass wir russische Weihnachten haben. Und da setzen wir uns noch mal eine kleine Runde einfach hin. Ganz normal ein bisschen was Leckeres essen und nichts Großes. Auf jeden Fall müssen die Jungs erstmal hier raus. Jetzt laufen die 3. 3 Männer. Endlich sind sie fertig. Wahnsinn. Anna zieht sich aus. Wir haben mit Anna geduscht. Ja, mit Anna geduscht. Ne, Anna? Ui. 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 Ja, die Mütze ist kaputt, sie ist ab. Mama gibt dir gleich noch ein bisschen Joghurt. So. Wie denn? Und dann gehen wir schlafen. Nein? Ich habe mich zwar geduscht, aber irgendwie mein Make-up ist noch. Ich sehe aus, gell? Ich sehe aus. Meine Haare sind noch schlimmer. Meine Haare sind halt noch nass. Meine Haare sind halt noch nass. Wir gehen heia gleich, ne? Wie ich hier müde. So, ihr Lieben, inzwischen haben wir einen anderen Tag. Wir haben heute Weihnachten. Also in Russland, Kasachstan, wo auch immer, Ukraine, überall ist heute Weihnachten. Und wir sind ein bisschen am Kochen, ne? Nichts Besonderes. Wir haben hier Fleisch mit halt Gemüse, Kartoffel kocht, das wird Kartoffelpüree.
Leonie macht. Leonie lacht sich kaputt. Leonie macht gerade Salat und meine Mama schnippelt da auch noch was dazu. Und gleich kommt mein Bruder vorbei. Dann sitzen wir einfach eine Runde und essen eine Kleinigkeit. Genau. Es ist auch sehr, sehr schönes Wetter. Es scheint richtig toll, die Sonne. Wahnsinn einfach. So, ihr Lieben, inzwischen ist es Abend. Ich bin auch jetzt in meinem Schlafzimmer. Die Anna albert rum. Ich wollte hier damit das Video beenden und mich bei euch bedanken. Das Licht wechselt hier wieder mal ein bisschen anders ab. Ja, ich wollte ein kurzes Update geben zu unserem Tag. Es war wunderschön. Ich habe hier erwähnt, mein Bruder war da mit seiner Familie, mit Sveta und Maxim. Das Baby ist noch nicht da, aber es wird sich bestimmt bald auf den Weg machen. Tag für Tag wird das für uns alle in der Familie spannend. Und ja, also ich bin schon sehr, sehr, sehr ungeduldig, dass ob ich selber schwanger bin. Ja, aufgeregt, ich weiß nicht. Das ist wieder so ein kleines Wunder, so ein kleines Krümelchen einfach. Ja, ich freue mich. Ich muss nur gucken, dass ich entweder mit meinem Mann oder halt alleine mal die Tage auf jeden Fall zu dem Geschenk komme, dass ich den fertig kriege. Ich muss hier nach oben am besten kommen, auch in mein Schlafzimmer, alles auspacken und das Ganze irgendwie organisieren. Das werden wir machen. Ja, ich habe euch das Essen nicht aufgenommen. Wir hatten aber auch nichts Aufregendes, trotz Weihnachten, ne, was ich ja auch gesagt habe, russische Weihnachten in Ukraine, in Kasachstan, ich weiß nicht wo. Also alle Orthodoxen, glaube ich, und Christen, ne? Christen auch, ja. Christen, Orthoxe, irgendwie so, ja, Orthodoxe, haben am 7. Januar eben Weihnachten. Und genau, vom 13. auf 14. ist Neujahr, Altneujahr. Auf jeden Fall, wir haben dieses, ne, Fleischragout gehabt, Fleisch mit Möhren, so, ne, Soße und dann Kartoffelpüree. Und wir haben einfach nur einen frischen Salat gemacht, grünen Salat. Und ein paar eingelegte Tomaten und Gurken, sowas eben, ne? Ein bisschen Brot, ja. Dann haben wir auch Tee getrunken, Kaffee, wer was wollte, mit Keksen und allem Süßen. Und einfach uns unterhalten, uns einen schönen Tag, schönen Abend gemacht. Und dann sind sie nach Hause gefahren. ja, wir werden uns auf jeden Fall bestimmt nächste Woche sehen. Denn es wird, dass Mama kommt. Von der Ukraine nach hier zur Geburt des Kindes, also um natürlich die Tochter, ich wollte gerade sagen, die Schwester, die Tochter zu unterstützen. Das wünscht sich doch schon auf jeden Fall jedes Kind, sage ich mal. Also, ne, ich hätte mich auch gefreut, wenn meine Mama bei mir wäre. Sie war ja auch immer bei mir, was ich auch liebesnett von meinen Schwiegereltern auch immer Hilfe angeboten habe, bekommen. Die haben ja ein großes Haus und meine Eltern haben eine kleine Dreizimmerwohnung. Und dennoch habe ich mich für meine Mama entschieden, wo mir auch nachher keine böse war, weil ist ja selbstverständlich, dass ein eigenes Kind möchte zu den eigenen Eltern, sagen wir mal so. Ja, überhaupt nicht böse gemeint. Ist was sehr Schönes, deswegen freue ich mich für die Sveta. Für uns ist das das erste Kennenlernen, für meinen Bruder ist das auch das erste Kennenlernen mit der Schwiegermutter. Bin gespannt. Der Papa von ihr kommt nicht, weil die haben... Die dürfen wegen dem Bauernhof oder was? Ich glaube, die dürfen doch jetzt, die Männer dürfen immer noch nicht aus... Der ist doch jung, ne? Der ist irgendwas mit der Kriegsbereitschaft, ne? Der ist, kann jederzeit zum Krieg befördert werden oder wie rausgerufen. Irgendwie so, weil er noch jung ist. Ja, auf jeden Fall kommt die Mama und das ist trotzdem sehr, sehr schön. Ja, bin ganz gespannt. Es ist alles sehr, sehr aufregend. Wichtig ist, Fazit, wir hatten einen wunderschönen Samstag. Und morgen ist Sonntag, darum ruhen wir uns einfach aus.
Ich weiß auch nicht, wann dieser Vlog für euch rauskommt, an welchem Tag. Auf jeden Fall entweder Sonntag oder Montag. Ich muss mal schauen, weil ich habe auch diese Holes zwischendurch. Muss ich gucken, was ich verschiebe, was ich aktuell direkt reinstelle. Genau, Sonntag einfach ausruhen, ausschlafen und nichts machen, auch so ein bisschen Wäsche vielleicht. Und ja, Montag geht es ja am 9. schon mit den Kindern in die Schule und so weiter. Da beginnt schon wieder ein anderes Leben, ein anderer Alltag bis zu den Ferien. Wann? Im April? Also Osterferien, ne? Also ein paar Monate durch wieder. Ah ja, so ist das. Ne? Wichtig ist, dass man gesund bleibt. Ich wünsche euch auch alles, alles Liebe, bleibt gesund, fit, soweit es geht. Positive Energie. Dankeschön für eure Unterstützung. Alles, alles Liebe und so hiermit sage ich einfach, ich babbel nicht weiter. Tschüsschen, drücke euch alle ganz, ganz lieb. Guck mal, mein Mann. Aua, er schlägt mich. Nein, so ist es nicht. Tschüsschen. Hab euch lieb. Bis morgen, bis zum neuen Video.